Ganz normales Konsumgut. Ja, aus der Sicht der Männer sind die Frauen, die bei uns auf der Straße stehen oder auch in den Bordellen sind, ist ein Konsumgut, eine Ware, die man kauft, in Anspruch nimmt. Und da man ja dafür bezahlt hat, kann man auch mit der Ware machen, was man will. Und da ist schon für mich sichtbar auch der Einfluss von Pornografie, also was früher üblich war, also alles mit Kondomen und ich sag mal so im übertragenen Sinn Blümchensex oder was auch immer, das gehört alles der Vergangenheit an. Die Frauen, die zu uns reinkommen, klagen, dass die Männer immer kommen und ohne Kondome machen, wie Thomas Schirmacher auch gesagt hat, eben in den Pornos ist das alles ohne, oder man sieht es jedenfalls so, dass es alles ohne Kondom ist. Das, was früher sozusagen Sex ohne Kondom eigentlich ein Tabu war, ist Standard. Es wird nachgefragt und die Frauen müssen es anbieten. Und das ist noch das Harmloseste, denn wenn man jetzt Porno betrachtet, Erniedrigung, Gewalt, Grenzen werden überschritten, harmlos gesagt, Grenzen überschritten, also Vergewaltigung und alles. Und wenn man das sieht und wenn man das dann sozusagen in der Realität ausleben will und das entweder nicht kann oder eine Familie nicht kann oder keine Frau hat, dann lebt man das sozusagen an der Frau in der Prostitution aus. Und da kann man das eben machen. Und wenn ich manchmal Geschichten höre, dann wird es mir übel, was sozusagen an Perversitäten mit Fäkalien und was alles, was sozusagen Frauen auch machen müssen. Weil das eben im Internet ist, wird es gemacht und dann kann man, und dann machen das die Frauen, dafür sind sie ja, stehen sie ja da an der Straße oder sind in den Bordellen, dann kann man mit denen das auch machen. Ich will nur ein Beispiel sagen, wie sich das verändert hat auch. Letztes Jahr hat eine Berliner, eigentlich eine etablierte Escort-Agentur, hat geschlossen und hat auf ihrer Webseite geschrieben, warum. Erstens wegen den Dumpingpreisen und zweitens, weil die Frauen gesagt haben, das, was die Männer von ihnen wollen, das können sie nicht, das wollen sie nicht machen. Und die Konkurrenz ist eben so groß und dann haben sie eben gesagt, wir schließen hier unseren Betrieb, weil wir damit nicht mithalten können und die Frauen das auch nicht wollen. Aber die Frauen, die aus einer Not heraus da stehen oder gezwungen werden, die müssen das alles machen. Wenn eine Frau mit Zuhälter ans Auto geht und der verlangt etwas, was sie nicht machen möchte, und der Autofahrer weiter fährt, dann kommt aus irgendeiner Hecke, aus einem Imbiss, kommt dann der Zuhälter und fragt dann erstmal in rauem Ton, warum sie nicht eingestiegen ist. Das kann sie mal machen, aber ansonsten muss sie dann auch alles machen. Also der Druck auf der Straße oder auch den Bordellen ist halt groß und die ganze Pornoindustrie hat da schon so seine, die Auswirkungen. Und das wird sehr deutlich, auch an der Straße, wo man das sozusagen leibhaftig dann oder die Männer ausleben können. Danke, Herr Schöndorn. Wie viele Frauen sehen Sie da so regelmäßig? Bei uns auf der Straße oder in dem Kurfürstenkiez sind übers Jahr verteilt, muss ich mal sagen, zwischen 300 und 400 Frauen. Übers Jahr verteilt, weil ja auch manche nach ein paar Wochen dann verschwunden sind und einen Tag später 7 neue dastehen. Also da ist ein gewisser Wechsel da. Man weiß es zum Beispiel aus Stuttgart, die zählen sehr genau und gucken genau hin. Nach einem Jahr ist in Stuttgart die Fluktuation 50 beziehungsweise über 50%, die ausgetauscht werden dann in eine andere Stadt oder ins Bordell. Auch bei uns sind ständig neue Frauen, also so 300 bis 400 Frauen
übers Jahr verteilt, die wir so auf der Straße etwa sehen. Und sag mal, der Anteil derer, die gezwungen werden, die einen Zuhälter haben, ist in den letzten Jahren ständig gestiegen und wird immer mehr. Und ich denke, irgendwann muss doch mal irgendwo ein Ende erreicht sein. Aber es kommt immer mehr. Und wie sagte erst letztens eine ungarische Frau, die mit den anderen da steht und nicht freiwillig steht. Und ich sagte, es sind 18 Frauen in einem Kurz, also ein paar Meter so auseinander, 18 ungarische Frauen. Und sie guckte mich an und sagte, und werden noch mehr. Also sie wusste, dass das sozusagen da schon organisiert wird, dass da weitere kommen. Und auch die, die jetzt nicht durch Männer zum Helder gezwungen werden, sondern die Armuts- oder Elendsprostitution, die sind ja auch unter einem Druck, dass sie auch alles machen müssen. So. Also der Druck ist enorm und die Männer verlangen das und fahren so lange rum, bis sie es auf jeden Fall kriegen. Und auch wenn sich die Frauen sagen, ich mache nicht ohne Kondome oder ich mache dies und das nicht, wenn der Druck da ist durch Zuhälter, dass sie ihre Pension zahlen müssen jeden Tag, dass sie ihre Drogen finanzieren müssen, dann sind sie auch gezwungenermaßen bereit, alles zu machen, was von ihnen verlangt wird. Und nach schlafe ich schlecht.